Artikelnummer SCP-902. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-902 wurde als einziges Objekt zur Verwahrung in die Arktisstation Theta 12 verlegt. Der Standort muss mit einem Sicherheitsteam bestehend aus 50 Mitgliedern besetzt sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Forschungsarbeiten an SCP-902 vorgesehen. Das Wissen über SCP-902 abseits seiner numeralen Designation ist auf Mitarbeiter mit Freigabestufe 3 oder darunter beschränkt. Es ist zwingend erforderlich, dass nur eine begrenzte Anzahl von Führungskräften von der Existenz von SCP-902 Kenntnis hat. Es darf zu jeder Zeit nur ein einziger O5 von der Existenz von SCP-902 wissen. Sollte es zu einer Verletzung der Sicherheitsvorkehrungen innerhalb der Arktisstation Theta 12 kommen, ist die standorteigene Wasserstoffbombe per Fernsteuerung zu zünden. SCP-902 muss jederzeit gegen vorzeitige Zerstörung geschützt werden. Beschreibung: Bei SCP-902 handelt es sich um eine Kiste, die ungefähr die Größe des Kopfes eines erwachsenen Menschen hat, mit den Maßen 30 cm auf 15 cm auf 19 cm. Es scheint sich im Speziellen um eine Munitionskiste zu handeln, wie sie etwa vor 30 Jahren verwendet wurde, obwohl sich das Objekt bereits seit etwa 60 Jahren in der Verwahrung durch die Foundation befindet. SCP-902 selbst besteht aus Blei. Die Zusammensetzung des Artikels innerhalb von SCP-902 ist unbekannt. Von SCP-902 geht ein als tickend beschriebener Ton aus und jede Person, welche diesen wahrnimmt, ist fortan davon überzeugt, dass das Objekt herunterzählt. Beim Öffnen erscheint die Box zwar leer, das Ticken bleibt jedoch bestehen und das Objekt zählt weiter nach unten. Jeder, der sich SCP-902 bewusst wird, sei es durch persönliche Interaktion oder durch das Hören dieses Berichts, wird überzeugt, dass alles, was sich in der Kiste befindet, schrecklich gefährlich ist und zerstört werden muss, sobald es heruntergezählt hat und nicht vorher. Mitarbeiter, die SCP-902 ausgesetzt waren, versuchen in der Regel weiterhin das Objekt im Inneren durch wiederholtes Öffnen und Schließen der Box zu finden. Es gibt kein Objekt. Es gibt ein Objekt. Es muss zerstört werden, wenn der Countdown stoppt. Wir leisten großartige Arbeit. Man muss uns aufhalten.